Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Smile. In diesem Film geht es um Rose Cutter, die in einer Nervenklinik etc. Notaufnahme arbeitet und sie wird gespielt von Josie Bacon, die man zum Beispiel aus The Last Summer kennt. Und sie wird mit einem interessanten Umstand konfrontiert, und zwar gibt es da so Leute, die so ein bisschen durchdrehen und anfangen, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Und wenn sie dieses Lächeln haben, dann dauert es nicht mehr lange und die Leute nehmen sich das Leben oder drehen komplett durch und töten andere oder dies oder das. Und ja, sie hat auch einen Patienten, den sie versucht, da irgendwie zu helfen. Aber es ist nicht möglich, die Leute irgendwie wieder in eine Spur zu kriegen. Und dann geht sie auch zu ihrem Mann, der Trevor Cutter, gespielt von Jesse Usher. Nein, es ist nicht der Sänger, sondern ein Schauspieler, der auch Usher heißt, den man zum Beispiel aus Independence Day, Die Wiederkehr, kennt. Und ja, der kriegt das natürlich dann auch mit, dass, weil sie so aufgebracht ist und dies und das und so. Und mit der Zeit fängt es an, dass auch sie Symptome zeigt. Und das macht die Sache mit ihr und Trevor dann natürlich auch nicht einfacher. Und sie fängt auch an, immer mehr die Sachen herauszufinden, woher kommt das, wieso, dies und das und so. Und es ist schon krass, was da in dem Film passiert. Also ich habe Leute gesehen, ich weiß nicht, ob es an dem Film lag oder ob die eine zu schwache Blase hatten, aber einige Leute sind wirklich rausgegangen, wieder reingekommen, rausgegangen, reingekommen. Ich war, wie gesagt, also entweder hatten die eine schwache Blase oder der Film war für die schon ein bisschen heftig. Es ist auch kein Splatterfilm oder so, sondern es ist wirklich mal wieder so ein Film, der so ein bisschen psychisch ist und dies und das, und von daher schon recht interessant. Ja, was kann man sonst noch so sagen? Dieser Film ist sehr gut gemacht, hat auch den ein oder anderen Jumpscare, wo ich sagen muss, okay, der war gut, aber an den ein oder anderen Stelle des Films hatte ich das Gefühl, die haben die Jumpscares gemacht, um einen Jumpscare zu haben. Auch wenn das der Film überhaupt nicht braucht. Der Film brauchte das nicht wirklich. Also so generell, Schauspieler sind gut gewählt, die Story ist gut, die Umsetzung ist gut, das ganze Setting passt. Also von daher, da haben sie sich wirklich schon gut Mühe gegeben. Es ist mal wieder einer der etwas besseren Horrorfilme, die es jetzt aktuell so gibt. Da die ist ja auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen Müll dazwischen war, hat es das Horrorgenre aktuell nicht so leicht. Ja, das ist das, was ich so zu dem Film sagen würde. Also der Film ist auch echt gut und der geht knapp 2 Stunden und hat wirklich auch immer ein sehr interessantes Erzähltempo. Hier ist mal wieder ein bisschen mehr Spannung, dann geht es mal wieder ein bisschen runter, dann wird es wieder ein bisschen mysteriös. Also das haben die schon echt gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ja, also der Film ist spannend, der Film hat Action und der Film ist echt etwas, der kein Splatter ist, dumm oder sonst irgendwas, sondern der ist schon ein bisschen, der so auf die Psyche geht, der so ein bisschen, wo man auch mal so ein bisschen um die Ecke denkt und ja. Also mit dem Film hat man wirklich, wenn man dem Horrorgenre gerne dabei ist,
hat man mit dem Film wirklich eine Menge Spaß. Der Film ist gut gemacht, die Schauspieler sind gut, das Ganze drumherum passt. Die Geschichte ist in Anführungsstrichen nachvollziehbar und logisch. Ich habe da jetzt so keine Handlungsfehler oder irgendwie sowas sehen können. Ja, das ist soweit in Ordnung. Deswegen gebe ich den Film auch. Ja, komm. Die 4 hat er auf jeden Fall drin. Also 4 Totenköpfe kann ich ihm auf jeden Fall geben. Warum ich ihm keine 5 gebe, er ist nicht perfekt, aber er ist gut. Von daher, also 5 gibt es bei mir auch wirklich auch nur sehr selten. Vor allen Dingen volle 5 Sterne gibt es bei mir nur sehr selten. Aber 4 Sterne ist schon okay. Also auf jeden Fall eine Anguckempfehlung. Und ja, nächste Woche schaue ich mir den Film Woman's King an. Ist auch ein Film, von dem er schon einiges gehört hat. Der soll auch sehr interessant sein. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.